hast es in Trucks geduscht. Oh, ich kriege da nicht rein. In Lümmel. Ich möchte diese matten Scheiben haben. Versteht ihr warum? Weil da drüben im Nachbarhaus, wenn ich hier nackt in die Wohnung gehe und die Dinger sind nicht so, dann steht da drüben wahrscheinlich irgendwann die kleine Bertha. Ah, Mutti, warum hat unser Nachbar da so eine Schlange zwischen den Beinen? Ah, und warum ist hier ein Speckmantel eingerollt, der von seinem Bauch runterhängt? Ah. Okay, Bilder in deinem Kopf. So. Wisst ihr, was richtig geil ist? Wenn da hinten aufgeräumt ist, kann ich Karate-Kicks machen. Ich kann Karate-Kicks. Oh, ja. Ich hab so viel Platz, ich kann Karate-Kicks machen in meinem Zimmer. Woo! Das ist richtig gut. Habt ihr gerade gesehen, wie ich wie eine Gazelle gesprungen bin? Ich fühlte mich gerade, als wenn ich für einen Moment geflogen bin. Ich fühlte mich, als wenn ich kurz wie geflogen bin. Edel. Meine Frau sagt auch mal, wir werden ein legendäres Ding einführen. Schatten Gottes, ich kann mich gar nicht erinnern, dass du Ausrufezeichen Dildo schon mal gewonnen hast. Hast du? Ein paar Leute wegmachen. Verdammt, wer schießt da? Oh oh. Oh oh. Warte. Fress das, du Ratte! Oh. Nein, warte, nein! Komm zurück! Nein! Hau nicht zu viel auf den Boden! Oh Mann! Stirb, du Sau! Was? Hau jetzt nicht! Der Kletter! Schieß den runter! Hallo! Okay, die Waffe ist irgendwie nichts für mich. Scheinbar. Daddy soll mich Herder löschen. Du stehst da so richtig drauf, ne? Ich glaube, bei Stay sind so die ganzen SM-Leute, die auch ins SM-Studio gehen würden. Oder sich eine Domina holen würden. Ist ja so 60-70% würden sich, glaube ich, eine Domina ins Haus holen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, okay. Alright. Ah. Und dann setzt du dich halt hin und erklärst ihnen das Ganze in Ruhe. Hey, Leute, da sind nicht... Das alles ist cool so. Das ist alles in Ordnung. Es wird nichts passieren. Also, weißt du, ich hab gerade mal in mein Internet-Elektroniker-Handbuch reingeschaut und das steht eindeutig drin, dass es nur für eine Sicherung nicht geht. Also, man müsste mindestens 5000 Kreisläufe in der Wohnung haben. Ein oben, ein unten, rechts, links, oben und unten. Okay. So rein. 20 machen wir. 20 Kreisläufe machen wir jetzt auf. 30,2 Watt dran. Mit beiden Streaming-Rechnern, Lichtkameras und allem Pipapo. 667,2 Watt laufen da gerade. Wie zum Teufel soll da die Sicherung rausknallen? Nee, das geht nicht. Wenn du das am Run machst, kannst du lieben sterben. Okay, gut. Ich bin Elektriker. Ich bin Elektriker. Hab Fernkurs gemacht bei YouTube. Ganz habe ich mir alles angeguckt. Ich bin Elektriker, weiß ich. Sie hören jetzt Ausschnitte aus HC Dizzys neuem Album Elfo nel Manto de Tocino. 2017, wo man für PSN 50 Euro bezahlt und man Download-Server aus den 90ern hat. Deswegen ist doch PSN Plus eigentlich völliger Rotz. Rotz, Rotz. Warum bezahlt man diesen Scheiß? Da 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 da. I fly with you.
Wir sind in der Safe Zone, Leute. Scheiße! Oh. Here is a metaphor. To learn for what, please resume climbing. Rob Dubbin. I stand amid the roar of a surfing momentum shore, and I hold within my hand. So beautiful to see your hands in the air! Put your hands in the air! Better by far that you should forget and smile than you should remember and be sad. Christina Rossetti. Ich, was? Ich bin hier der Streamer. Ich bin hier der Streamer. Wird hier da vielleicht nochmal Rücksicht drauf genommen oder ist das hier einfach so eine... Oh, easy! 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 Viel Hannibal, hier ist das Paddel übrigens. Du hattest vorhin gefragt, ob du das Paddel nochmal sehen kannst, ja? Wisst ihr, eigentlich gehe ich hier nur für euch runter. Eigentlich gehe ich hier immer nur für euch runter, um ein bisschen Fleisch zu grillen und dem Chat was Gutes zu tun, ne? In der U-Bahn, hey Dizzy, alles fit. Ne, das hatte ich bei, das hatte ich im Dings mal. Ikea. Da kam Askordönchen, Askordönchen kam da an und ich wusste nicht, wie Askordon aussieht. Der ist dann einfach neben uns, hat sich neben uns eingereiht, na, alles gut. Du kennst die Gesichter ja nicht, ne? Und dann, ja? Ja? Und du so? Ja, bei mir ist auch alles gut. Und du kennst du kennst ihn gar nicht. Aber du hast halt so den Smalltalk, ne? Du weißt ja nie, ob das vielleicht einfach nur ein normaler Typ ist oder Lady, die dich dann anquatscht, ne? Ja, alles gut. Und bei dir so? Und dann kennen wir uns zufällig? Ja. Und dann denkst du so, ey, soll ich dir jetzt alles aus dem Popel ziehen, aus der Nase ziehen oder was? Wer bist du, Mann? Ja, hi, ich bin Askordon. Und dann stehst du da, na danke, du Arsch. Hallo, Kasper! Okay. Ich glaube, wir haben wirklich aus jeder Ritze unseres Körpers gepfiffen. Sowohl aus den Armen als auch aus den Ohren. Ich glaube, das Einzige, was noch heil war, war der linke Arm, okay? Und das ist nur, weil ich Linkshänder bin. Und das Spiel weiß, ihr wisst, dass man abends noch einen Arm braucht. Vorm Schlafen gehen. Safe Boden sieht aus wie deiner. Ist er bei dir eingezogen? Entschuldigung, muss weg. Hey! Ich glaube, sie haben es rausgefunden! Ja! Irgendein Zuschauer hat das gerade geschrieben! Nee, wirklich! Sie hat das am Boden erkannt! Ich glaube, du hast dieselbe Laminat drin, ne? Das hat Gerd, hat das verschissen! Gerd muss das verkackt haben! Nee, das hat wirklich gerade jemand geschrieben. Ja, okay. Gut. Manche haben immer leise Musik im Kopf. Sieg.
Ja, Doc ist, glaube ich, einer davon, der leise Musik in seinem Kopf hört. Er hört die ganze Zeit einen Eis-Song. Chocolate Fudge Brownie ist mein Lieblingseis. Chocolate Fudge Brownie, das mag ich mega heiß. Chocolate Fudge Brownie, das ist mein Lieblingseis. Chocolate Fudge Brownie, das macht mich richtig heiß. Ich bin Doktor im Interwebs. Ich bin Doktor im Interwebs. Chocolate Fudge Brownie ist ein schönes Eis. Chocolate Fudge Brownie, das macht mich mega heiß. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Computer war oder was? Oder ein Gegner? Oh, zweimal mit dem blauen Dings hier. Hier ist ein Radiosender, der dir vielleicht gefällt. Rockhits von Amazon Music. Möchtest du mir damit irgendwas sagen? Regel geht, ja? Es geht los. Boah, das geht ja wie geschmiert, Junge. Okay, Finger weg vom Auslöser. Das geht wie geschmiert, Junge. Ja, jetzt sollt mich alles fragen, hat er gesagt. Ich kann noch, sei einfach sexy, okay. Mit tanzen, ich kann auch tanzen. Ja, das bringt dir auch nichts, das ist Quatsch.